Chrysanthemen. Ich habe gelbe Chrysanthemen mitgebracht vom Markt für dich. Er war schon beinahe abgeräumt, und wo der Fischhändler gestanden hatte, lagen eine Lachskarkasse und ein augenloser Heringskopf im Sonnenschein. Es stank. Die Vögel hatten hier schon etwas aufgeräumt. Nur die Salatblätter und einstmals grünes Möhrenkraut, platt nun wie Pflastersteine, in deren Fugen über die ganze Fläche hin sich Reste eingenistet hatten, zertretene Champignons und Apfelspalten, die bunten Blütenblätter, die der Wind verstreut, dort auch die Sandale eines Kindes. Sie musste hier schon länger liegen. Nur ein Salatblatt beugte sich noch handschalig nach oben, ein Faden Möhrenkraut unter den welken Stängeln, etwas Pastinakengrün. Noch kippten der und jene Eimer aus, während am Rand die Kehrmaschine losfuhr und rissige Bretter auf die Ladeflächen flogen. Auch flatterten wie Fait divers in allen Farben Plastikschwaden, Zeitungsreste, mit Senf und Blut beschmierte Pappen knapp in Bodenhöhe durch dies Licht. Nimm mit, stand hier zu lesen. Die Läden ringsum waren dicht und Wolken schoben ihre schweren Bäuche vom Land her kommend in den frühen Abend. Nimm etwas mit. Dies beinahe noch winkende Salatblatt ließ in seinem müde geschwungenen Rippen das nur Geräusch wie vom Maschinenbesen deine Rede sei. Geh endlich heim. Ein Auto fuhr in Lichtenberg in die Passanten. Hier sägten Krähenflügel durch die Tür zum Supermarkt.